Und damit willkommen zurück zu Spec Ops The Line, unserem kleinen Classic-Let's Play hier auf dem Kanal. Es geht weiter und zwar ganz tief unten und ich kann jetzt schon versprechen, die Ereignisse werden sich hier noch überschlagen. Zum einen überschlagen sich bei mir steuerungstechnisch die Ereignisse. Ich habe mich nämlich dieses Mal fürs Gamepad entschieden. Letztes Mal haben wir ja mit Maus und Tastatur gespielt. Empfand ich ein bisschen hakelig, soll aber auch wohl so sein, habe ich in den Kommentaren gelesen. An der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an euch alle, die ihr das erste Video so supportet habt. Mal wieder nice zu sehen, ein 10 Jahre altes Spiel und trotzdem sind viele... Okay, wir pausieren mal eben kurz. Und trotzdem sind viele Leute an dem Spiel interessiert und haben geguckt, haben geliked, kommentiert. Dafür nochmal herzlichen Dank, das freut mich sehr. Ganz zu Anfang nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Mache ich eigentlich nicht so gerne, aber in dem Fall tue ich es jetzt einfach mal. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, dann schaut euch doch einfach mal das Video hier an zu The Elder Scrolls Online. Auch wenn es euch vielleicht nicht interessiert, jeder View, jeder Kommi und jeder Daumen hilft mir da sehr. Und in das Video ist tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit geflossen. Deshalb an der Stelle mal eben kurz absurde Werbung zum Anfang. Und jetzt legen wir los. Ich muss jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen gucken, wie wir steuern. Okay. Ich muss sagen, ich merke es hier schon nach kürzester Zeit, es spielt sich mit Gamepad wesentlich besser als, komm, wir wechseln mal, als mit Maus und Tastatur. Also falls ihr das Ding hier selber auch noch zocken wollt, meine heiße Empfehlung, nimm ein Pad. Also finde ich auf jeden Fall gerade sehr viel angenehmer als die Maus- und Tastatursteuerung. Okay. Ein nicht aufhörend wollender Ansturm an Gegnern, der uns hier versucht zu überrennen. Aber wir haben es im Griff. Wir haben es im Griff. Ach, auf dem Kronleuchter. Interessant. Gut, das haben wir. Geben Sie auf? Glaube ich nicht. Hör mal. Da oben läuft irgendwas. Ja, ich hör's. Oh mein Gott. Adams, die Tür! Los! Scheiße, Walker, hier geht alles hoch! Raus! Oh mein Gott! Hui! Gut, weiter. Wir müssen den Ausgang finden. Weiter vorrücken. Machen wir glatt. Ich fand, eben hat man auch nochmal schön gesehen, also jetzt gerade hier nicht, weil wir hier gerade nicht so viel sehen, aber eben das ganze Szenario grafisch echt immer noch richtig okay. Also. Lugo hat recht. Wir können nur hier abhauen und die 33. suchen, bevor die Kerle sie zerfetzen. Okay, erst schießen, dann fragen. Klar. Finden wir Conrad, er hat die Antworten. Ah, Geheiminfos. Hört ihr das? Da kommt wer. Schnell, versteckt euch. Ihr werft C4? Was sollte denn das? Die waren verschanzt. Wer hat denn keine Wacht, Sir? Zum Glück ist nicht der ganze Laden eingestürzt. Wo ist der Soldat? Der Kerl aus dem Flugzeug? Unten, Sir. Wird er bewacht? Die ganze Zeit. Gut. Ich werde mal Hallo sagen. Agent Castellan. Moment. Was? Der redet nicht, Sir. Mit mir schon. Walker, das war ein Amerikaner. Ja, hab's bemerkt. Wieso lassen sich die Einheimischen von dem Ami was sagen? Und was will er von der 33. Ich hab keine Ahnung. Scheiße. Frag ihn doch selbst. Sie leben noch. Macht sie fertig. Na, Halleluja. Vorsicht! Schrotter den Anmarsch! Fall der Boden! Es hört sich auch so an, als ob von da hinten welche kommen.
Okay. Tango erledigt! Auf dem Dach! Mach das und weiter geht's. Palla. Oh mein Gott. Auch hier sehr nice. Wir können das Dach zerschießen, hat man gerade gesehen. Und die Typen brechen dann auch tatsächlich durch. Oh mein Gott. Okay, wir können das Geschütz drehen. Das machen wir auch. Der Sandsturm. Augen auf! Da kommt eine Schrotflinte! Wo denn? Wir haben eben übrigens kurz vor der Zwischensequenz nochmal Geheiminfos aufgesammelt. Bisher sind die gar nicht mal so geheim versteckt gewesen, die Dinger. Jedenfalls die ich gefunden habe. Okay. Wir können im Sturm nichts hören, also macht jeder, was er will. Wir müssen hier weg! Raus hier! Der Sturm geht durch Deckung! Wo können wir denn hin? Kann man da nicht hinter? Okay, Sackgasse bringt uns nicht viel. Warte mal, da war eben irgendwo einer. Ich denke, wir müssen da raus. Nützt nichts. Auch noch eine Sache, um nochmal ein bisschen weiter zu schwärmen. Ich finde, dass die musikalische Untermalung auch echt on point ist. Also bisher das ganze Hintergrundgedudel, sag ich mal, wirklich immer total passend und total gut. Also alles in allem ein wirklich gutes Spiel und die richtigen Kracher-Sequenzen habt ihr ja noch gar nicht gesehen. Da kommt ja wirklich storytechnisch noch so einiges. Okay, Kapitel 4, die Flüchtlinge. Das war jetzt ein wenig abrupt, der Abbruch. Auch eine Sache, die das Spiel sehr gut kann, da müsst ihr mal ein bisschen drauf achten, ist das Environmental Storytelling. Das Leben ist hart, ist aber kein Grund, Soldaten zu killen. So. Der Amerikaner oben hat ihnen einen geliefert. Ja, aber warum? Wüsste ich auch gern. Also Environmental Storytelling, halt Geschichte, die sozusagen über die Umgebung erzählt wird. Wenn ihr hier durchlauft, an ganz vielen Ecken und Enden kann man halt sehen, was hier passiert sein muss. Also die haben es damals schon echt gut hinbekommen, Atmosphäre aufzubauen und dadurch eben auch einen Teil der Geschichte zu erzählen. Sieht aus wie eine Art Lager. Von hier haben sie vermutlich die Geisel. Okay, dann gehen wir da mal runter, oder? Kommt mir nach. Ziemlich krass. Und cool bleiben. Hier unten gibt es Zivilisten. Nette Bude. Seht ihr diese Scheiße? Seidenvorhänge, Tafelsilber, Kristallgläser. Na, gucken wir uns nochmal eben an. An Kerzen mangelt es hier auf jeden Fall nicht. Das Tafelsilber habe ich jetzt nicht direkt gefunden. Aber wenn er es sagt, wird es so sein. Bisschen Klavier können wir auch spielen. Oh Gott, diese Soldaten wurden massakriert. Nein, sieh dir die Anordnung an. Das war eine Exekution. Wie die Kabuler Todesschadronen. Scheiße. Ja. Scheiße. Krass. Hier ist wer. Folgt mir und seid leise. Und nur mal eben so nebenbei, das Ganze on point präsentiert, ohne dabei so effekthascherisch vorzugehen wie zum Beispiel in Call of Duty.
Wir machen so weiter, bis sie mir sagen, was ich wissen will. Wie viele Soldaten sind beim Wasserdepot stationiert? Halten Sie sich ran, Agent. Die 33. ist schon unterwegs. Die Damned wird sie nicht retten. Als die Damned desertiert ist, hat sie ihre Eier verloren. Idiot. Hier wäre es friedlich, hätten sie nicht die Leute aufgestachelt, wieder Soldaten zu töten. Habt ihr gemeint, wir wehren uns nicht? Wir hatten es gehofft. Die CIA fängt nichts an, was sie nicht beenden kann. Das könnt ihr jetzt beweisen. Ich sag nämlich gar nichts mehr. Nein! Was? Nicht feuern! Die Waffe runter! Sehe ich so dumm aus? Nein, und deshalb werden Sie die Pistole woanders hinrichten. Nehmen Sie erst Ihre runter. Daraus wird nichts. Wir könnten ihn jetzt auch erschießen. McPherson, First Lieutenant. Sie? Walker, Captain. Wir fanden Ihren Freund im Flugzeug. Er sagte uns, wo wir Sie finden. Ach ja, wo ist er? Er hat es nicht geschafft. Wieso wundert mich das nicht? Denken Sie, wir haben ihn getötet? Habe ich nicht gesagt. Sie sagen überhaupt nicht viel, Lieutenant. Artikel 4, Captain. Sprechen Sie mit meinem Commander. Und wo ist er? Im Moment ist er vermutlich unten. Ja, bestimmt. Warten Sie doch hier. Ich hole ihn. Ob das jetzt richtig oder falsch war, wird sich zeigen. Check die Leiche. Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Also mal wieder die gute alte CIA. Ich erschieße keinen US-Soldaten, Lugo. Und wir können ihm zur 33. folgen. Dann tun wir das mal. Verdammt! Alles CIA-Zeug. Das war anscheinend ihr Versteck. Zivilisten als Schutzschild nehmen? Nicht gerade eine heldenhafte Taktik. Ist normal für die CIA. Ja, aber US-Soldaten zu killen nicht. Ich kenne die nicht, aber sie sind von der CIA. Wer sollten die sonst sein? Sie kennen unsere Order. Da sind sie. Bittet sie. Scheiße, Feind! Eieieiei. Oh, von allen Seiten. Verdammt. Nach, gib mir Deckung. Okay. Nicht die beste Position hier. Aber scheinbar erstmal Ruhe. Pressewesten haben sie auch, warum auch immer. Versuchen wir es von der anderen Seite. Was haben wir denn da? Die AK-47, die können wir eigentlich mal gegen das Ding hier, gegen die M4A1 austauschen. Oh mein Gott. Es waren Soldaten. Welche von uns? Es war Notwehr. Das macht's auch nicht besser. Soll's auch nicht. Ja, warum auch immer. Die so schießwütig waren. So, lasst uns mal gucken. Hier müssen wir durch. Geh zurück. Da vorne ist Tageslicht. Das ist unser Ausgang. Los. Stehen bleiben. Tun Sie sich selbst einen Gefallen. Was? Die 33. Jagd Zivilisten. Attacke. Mist. Feuer erwidern. Die töten okay. uns, wenn wir sie nicht töten. Los, Feuer. Sie töten also Zivilisten. Warum? Ah, ich glaube, der Zivilist geht auf meine Kappe. Weil ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das wird eigentlich angezeigt, wenn du einen Zivilisten tötest. Bin mir aber echt nicht sicher. Und wie man sieht, allzu viele Treffer frisst man auch nicht. Oh mein Gott. Oh Mann, diese verdammten Granaten. Okay. Nein. Ein bisschen zappelig ist die Steuerung immer noch. Aber wesentlich besser zu kontrollieren als mit Maus und Tastatur. Und dass es so ein bisschen zappelig ist, macht ja auch Sinn. Weil ein dickes Gewehr, habe ich in den Kommentaren gelernt, das könnte es gewesen sein.
Ja. Nee. Wir, oh, verdammt. Wir leben noch. Nein, nein, nein. Oh, oh mein Gott. Oh, warte mal. Das waren alle. Ja, das waren alle. Gerade als ich hier so einen schönen Weg zum Umlaufen gefunden habe. Warte mal, wir gucken mal eben kurz. Auf den ersten Blick sehe ich nicht, dass hier noch was liegt. Ja. No firearms in the camp. Da hat's scheinbar auch Zivilisten erwischt. Okay, wir müssen weiter, bevor noch mehr von denen auftauchen. Noch mehr amerikanische Soldaten? Deserteure. Und was machen wir? Wenn wir was tun wollen, müssen wir John Conrad finden. Was bringt das? Du sagst doch, die sind desertiert. Conrad ist zu pflichtbewusst. Die 33. mag desertiert sein, aber der Colonel hätte da nicht mitgemacht. Was macht dich so sicher? Weil ich den Mann kenne. Mach das mal auf. Kein Problem. Ja, mal sehen, wie gut wir den Mann kennen. Hier draußen hört sich's auf jeden Fall nicht gut an. Nein, bitte! Ich will nicht sterben! Die 33. treibt Zivilisten zusammen. Wieso? Oh shit! Wir werden alle töten. Wir dürfen das nicht zulassen. Tun wir auch nicht. Dann nichts wie runter da. Tempo! Tempo, Tempo! Oh, fuck. Lenkgranate! Wir stecken fest, schalt sie aus! Neutralisiert! Einer weniger! Okay. Granatwerfer! Wo? Oh. Auch ganz nett, die KI-Kameraden sind nicht einfach nur schmückendes Beiwerk, sondern die können auch ein bisschen was. Ich habe keine Munition mehr. Shit, ey. Warte mal, wie komme ich denn jetzt auf... Nein, nein, nein! Komplett verklickt. Ah, fuck it. Ach ja, der alte Mann hat wieder die falschen Tasten gedrückt. Ich war aber auch noch gedanklich damit beschäftigt, wie ich jetzt auf dem Gamepad auf die Pistole komme. Warte mal. Okay, das ist auf jeden Fall der Schalli. Den werden wir nicht brauchen. Wie komme ich zur Pistole? Gut, das kennen wir schon. Die treibt Zivilisten zusammen. Wieso? Oh shit, die werden alle töten. Wir dürfen das nicht zulassen. Ach, das ärgert mich. Dümmlichkeiten, ey. Warte mal, können wir von hier oben schon irgendwie? Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal Zivilisten gerettet. Das ist gut. Ich brauche auf jeden Fall Munition. Okay, von denen brauche ich auf jeden Fall eine Waffe. Ich habe absolut keinen Plan, wie ich auf die Pistole wechseln kann. Ja, das war's wieder. Ach, wie ätzend. Also gucken wir uns nochmal die Sequenz an und schauen vielleicht gleich mal eben einmal ins Menü, wie ich an die Pistole rankomme. Wartet mal. Option, Gamepad, Waffe wechseln, wo haben wir es denn? Schießen, zielen, Granate, Sekund,
der Feuer einen aus. Granatentyp, Nachladen, Sprinten, Kontextaktion. Habe ich vielleicht gar keine Pistole dabei? Könnte es sein, dass ich gar keine Pistole dabei habe? Warte mal, dann sparen wir uns hier an der Stelle jetzt die Muni auf, dass wir mit so viel Muni wie möglich die Treppe darunter kommen. Ich habe wahrscheinlich hier auch irgendwo eine Munitionskiste übersehen. So, warte mal. Bevor es hier weitergeht, lasst uns mal eben... Aber da ist nichts. Na gut, es ist, wie es ist. Kriegen wir so auch hin. Okay, der hatte Muni dabei. Vorsicht! Vorsicht, Kontakt! Vorsicht! Tango will vorrücken! Okay. Granatwerfer! Ja, können wir nochmal eben exekutieren. Und da auch. Weil wir kennen keine Gnade. So. Okay, da haben wir 15 Schuss. Da hätten wir meine alte Waffe. Der ist hinüber. Da liegt noch eine Waffe. Erledigt sie, solange sie ungedeckt sind. Lass sie nicht entkommen. Feuert auf mein Ziel. Das würde auch helfen, wenn man nicht daneben schießen würde. Das haben wir. Munitionstechnisch können wir hier einmal wieder wechseln. Die Mucke. Okay. Ah, da hätten wir auch auf das explosive Ding da schießen können. Irgendwo über uns muss noch was sein. Okay. Eine UMP. Warte mal. Warum nicht? Ach, nehmen wir das Ding mal. Okay. Granatenwerfer ist nett. So. Okay. Munition mitnehmen. Ich bin mir aber eigentlich sicher, dass es hier auch eine Pistole gibt, die du dabei hast. Aber okay. Machen wir uns nicht zu lange Gedanken drüber. Schön flankiert. Okay, du gehörst zu den Guten. Oh mein Gott, war hoffentlich ein Böser. Er sah so freundlich aus. So. Okay. Oh mein Gott.
Tempo an mir oder was hat er gesagt? Geh in Deckung, Mensch! Junge! Gut, Granatenwerfer ist alle. Das heißt, bei nächster Gelegenheit Waffe wechseln. Ah, fängt das schon wieder an. Okay. Nützt nichts. Dann müssen wir halt mal eben kurz gucken, wo wir eventuell noch eine Waffe kriegen. Da lagen auf jeden Fall noch welche rum. Ah, eine Shotgun. Braucht ja auch kein Mensch, ne? Aber ist besser als nichts. Also, falls ich es hier gerade wirklich hart verpeile und ihr wisst, was ich falsch mache mit der Pistole, dann schreibt mir das gerne. Was? Antippen, Heilungskommando? Ach hier, guck mal. Also das geht auch. Die Kollegen können auch zu Boden gehen. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir versuchen, irgendwie nach unten zu kommen. Warte. Was haben wir da? Jawohl. Damit haben wir wieder Munition. Das ist schon mal die halbe Miete. Aber wir gehen trotzdem erstmal runter. Wir haben den Kontrollpunkt erreicht. Das ist doch schon mal schön. Dieses Mal nehmen wir die Box da. Okay. Sehr schön. Ach, aber mal wieder. Oh mein Gott. Da war eine Schrotflinte irgendwo. Oh nein! Ah! Da hat mich das krepelige Zielen dann doch mal wieder ins Grab gebracht. Das krepelige Zielen und mein fehlender Skill. Zum Glück war gerade ein Kontrollpunkt. So, warte mal. Wo ist der Shotgun, Heine? Erstmal müssen wir uns wieder um das MG kümmern. Okay. Sehr gut. Das war, glaube ich, der Schrotflinten-Heini. Okay, viel Schuss haben wir nicht mehr. Und das bisschen, was wir hatten, haben wir jetzt auch verplempert, aber... Na komm. Okay. Er steht noch! Blendgranaten. Shotgun wechseln wir aus. Und irgendwo hierher kommt auch die Mucke. Oh, nice. Der Schuss war mal ausnahmsweise gar nicht so schlecht. Ah, fuck it. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir uns hier hinten jetzt schon mal durchschlagen. Auch wenn draußen... Okay. Zivilist. Ruhig bleiben. Und mir nicht in die Kugeln laufen. So. Das wäre jetzt schon wieder die erste miese Stelle gewesen. Okay. Nice. Und bleib liegen! Hab den
Sir! Aufrücken auf diese Position! Los, los, los! Okay, dann nehmen wir doch direkt mal das Ding. Ja, können wir das Glas zum Brechen bringen? Ja. Komm schon. Also ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob es funktioniert, ob das Glas da irgendwann einfach bricht. Aber es sieht ja hart so aus. Und sollte es brechen, dann müsste da unten eigentlich alles sterben. Ja. Ich habe da eben gerade irgendwo ein... Jawohl. Ja, guten Abend, würde ich sagen. Da hat sich mal eben die Wüste entleert. Puh, Gott steh uns bei. Waren das alle? Ich denke, das war's. Und die Zivilisten? Haben die Soldaten sie mitgenommen? Ja, haben sie. Da braucht man keinen Dolmetscher mehr. Was sagen Sie jetzt? Sie wollen, dass wir abhauen. Wir sollten verschwinden und die Leute trauern lassen. Ja, das ist ja auch das Mindeste. Kommt.